anderes Thema. Für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu werben, das ist das Normalste der Welt. Sei es in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen oder im Internet oder wo auch immer. Und da gibt es gewisse Regeln, zum Beispiel für Schweineschnitzel vor einem vegetarischen Restaurant zu werben. Das macht wenig Sinn. Der wirbt, der achtet natürlich darauf, dass sein Produkt in einer angemessenen Umgebung platziert wird. Sollte man meinen. Claudia Butter hat sich gezielt im Internet rechtspopulistische Webseiten angeschaut. Seiten, die Hass und Hetze verbreiten. Ich konnte mir bis heute nicht vorstellen, dass da von renommierten Unternehmen und Bundesbehörden Werbung auftaucht. Proteste und Hass gegen Zuwanderer. Brandanschläge auf Unterkünfte. Die Gewalt gegen Flüchtlinge nimmt zu. Und wir wollen deutsch bleiben und wir werden deutsch bleiben. Angestachelt auch durch Hetze im Netz, auf Seiten wie Politically Incorrect, Cop Online und der Jungen Freiheit. Sie machen Stimmung gegen Asylbewerber, schüren Ängste, warnen vor einer angeblichen Überfremdung. Professor Andreas Zick forscht seit Jahren zu Rechtspopulismus. Er hat sich intensiv mit diesen drei Internetseiten beschäftigt. Seine Einschätzung? Sie sind gefährlich deswegen, weil sie Wut und Hass Informationen in die Welt setzen. Wir finden dort das wieder, was wir als Menschenfeindlichkeit bezeichnen. Massiv Vorurteile gegen Zuwanderer, Stereotype über den Islam, Stereotype aber auch über viele andere Gruppen. Das heißt, sie reichen eigentlich vom rechtspopulistischen bis hin zum rechtsextremen Spektrum. Wir wundern uns, denn trotzdem taucht immer wieder Werbung großer Firmen auf diesen Webseiten auf. Auf Politically Incorrect finden wir eine Anzeige der Deutschen Bahn. Obwohl hier Merkel mit Hitler verglichen und massiv gegen den Islam gehetzt wird. Ich kann beim Wort Islam nur noch kotzen, heißt es in den Kommentaren. Diese Lufthansa-Anzeige steht neben einem Artikel von Michael Stürzenberger. Der wird vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet, wegen islamfeindlicher Bestrebungen. Und eine islamische Macht errichten kann. Noch ein Beispiel. Auf der Nachrichtenseite Cop Online stoßen wir auf Adidas-Werbung. Dabei werden direkt darüber Ängste geschürt vor Zuwanderung. Beim Flüchtlingsstrom handle es sich um den genialsten Krieg aller Zeiten, heißt es etwa, und um eine militärische Operation gegen Deutschland. Auch Anzeigen von Aldi gibt es auf Cop Online, von der Deutschen Bahn und VW. Die Junge Freiheit wird von Experten als rechtspopulistisch eingeordnet. Auch hier finden wir Werbung der Deutschen Telekom und von Lufthansa. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hat mehrfach auf die Gefahr durch diese Webseiten hingewiesen. Wir berichten ihm von unseren Recherchen. Mich ärgert am meisten daran zuallererst die finanzielle Unterstützung, die diesen Seiten damit zuteil wird. Denn wir reden ja über Seiten, auf denen gehetzt wird, rassistische Parolen verbreitet werden, anonyme User sich ausbreiten mit ihren fremdenfeindlichen und rassistischen Theorien, ihrem Hass auf andere. Dass sowas durch Werbung überhaupt ermöglicht wird, ist für mich, gelinde gesagt, ein Skandal. Doch nicht nur Anzeigen von Unternehmen, sogar Werbung von Bundesbehörden steht hier. Auf der Webseite der Jungen Freiheit stoßen wir auf eine Anzeige der Bundesagentur für Arbeit. Direkt neben der Forderung, Frau Merkel, treten Sie zurück. Und die Bundespolizei sucht ausgerechnet hier nach neuen Mitarbeitern. Professor Andreas Zick bewertet das als gefährlich. Denn mehr noch als die Werbung von Firmen ließen solche Anzeigen die Seiten seriös wirken. Wenn da im Hintergrund Behörden auftauchen, befördern sie die Glaubwürdigkeit, befördern die Vertrauenswürdigkeit. Dann nehmen Rezipienten einfach die Informationen, die sie lesen, als viel harmloser wahr. Werbung von Unternehmen und Behörden steht auf rechtspopulistischen Webseiten. Finanziert sie mit, lässt sie seriöser wirken. Wie kann das sein? Professor Guido Zurstiege beschäftigt sich seit Jahren mit Werbung im Internet. Er erklärt uns, wie das System funktioniert. Die Unternehmen arbeiten meist mit Dienstleistern zusammen und sie buchen oft keine bestimmte Website für ihre Werbung. Unternehmen begeben sich hier auf jeden Fall in ein unsicheres Feld. Die Werbetreibenden folgen ihren potenziellen Kunden, wohin auch immer sie sich bewegen, und präsentieren ihnen dort völlig automatisch dann ihre Werbemittel. Das heißt, wer vorher im Netz nach Autos sucht,
Dem wird, wenn er weitere Seiten anklickt, darauf Werbung von Autos gezeigt, zum Beispiel von VW. Trotzdem aber hätten Unternehmen und Dienstleister bestimmte Seiten sperren können, sodass ihre Anzeigen dort nicht erscheinen. Oder generell Seiten mit umstrittenen Inhalten ausschließen. Alle betroffenen Unternehmen hätten diese Formen der Fehlplatzierung vermeiden können. Keines der Unternehmen hat dies offensichtlich getan. Und daher liegt meines Erachtens ein Versäumnis auf Seiten der Unternehmen vor. Sie müssen mehr Verantwortung übernehmen für die Orte, für die Plätze, für die Seiten, auf denen ihre Werbung erscheint. Wir konfrontieren alle Unternehmen und Behörden mit unseren Recherchen. Und plötzlich sind die Anzeigen innerhalb kürzester Zeit von den umstrittenen Seiten verschwunden. Erklärungsversuche. Aldi schreibt, die Ausschlussmechanismen hätten leider versagt. Die Deutsche Bahn erklärt, es sei nicht ersichtlich, wie es dazu kommen konnte. Telekom und Adidas antworten, bei der Vielzahl der Seiten sei Kontrolle schwierig. VW und Lufthansa gestehen Fehlbuchungen ein. Auch Bundespolizei und Bundesarbeitsagentur sprechen von Fehlern der Dienstleister. Die Bundesarbeitsagentur werde die Kosten nicht begleichen. Alle betonen, sie hätten nicht mit Absicht auf den rechtspopulistischen Seiten geworben und sie nachträglich gesperrt. Späte Korrekturen. Dabei sieht der Minister solche Werbung in diesen Zeiten als gefährlich an. Diese Seiten sind ohne Frage Seiten geistiger Brandstifter, das muss man sehr deutlich so sagen. Und es wird dringend Zeit, dass mehr Sensibilität im Umgang mit Werbung auf Websites dieser Art Platz greift.